Hallo und herzlich willkommen bei MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Willkommen zu einem weiteren Super Mario Lego Expansion Set, und zwar Toads Treasure Hunt oder Toads Schatzsuche, der 71368. Auch ein Set von 2020 und ein Set, was mit 80 Euro ganz schön viel kostet und ihr kriegt nur 464 Teile dafür. Ob das wirklich so ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, kommen wir später noch dazu. Zunächst mal die Maße, ist es 18 cm hoch, fast 50 cm breit, so 48 und 37 cm tief. Das heißt, es ist hier ganz schön flächig, ihr braucht ganz schön viel Platz dafür und möglichst auch eine stabile Tischplatte, weil es ist nicht so gut, das Set irgendwie umeinander zu tragen und so weiter. Das kracht euch auseinander, ist mir bei den ersten Videoversuchen schon ein paar Mal passiert, ist mir hier dreimal hier der Pilz abgerauscht. So, also in 40 Minuten habt ihr das aufgebaut, original Lego Design zusammen mit Nintendo. 8 plus ist die Altersgruppe und ihr kriegt ein paar exklusive Prints. Aufkleber, eben diese Scan-Aufkleber, dass Mario weiß, was er machen muss. So, Anleitung. Gibt es wieder nur dieses billige kleine Werbeheftchen hier mit den mega teuren Sets bzw. unsinnigen Sammelserien und Skins, die keiner braucht. Das Problem ist, ihr müsst für die Anleitung in die App oder auf die Website fürs PDF. Das wissen aber die Kids normalerweise nicht, weil das PDF wird hier an keiner Stelle beworben. Das heißt, man wird in die App getrieben und die App sammelt Daten, will den Standort wissen und so weiter und so fort. Überhaupt nicht in Ordnung. Leute, wenn ihr das kauft für eure Kinder, müsst ihr A wissen, ihr braucht den Starter Course. Die 71360 kostet euch nochmal 60 Euro. Und ihr braucht auf jeden Fall irgendwie die Anleitung. Und ich würde euch empfehlen, nutzt nicht die App. Nutzt das PDF, ladet es runter für das Kind, dem ihr dieses Set schenkt, damit es das ohne App nutzen kann, weil die App ist echt eine Sauerei. Sowas für Kinder, sowas von Lego geht gar nicht. So, wenn wir die App jetzt hinter uns haben, dann können wir noch sagen, die Anleitung hat ein kleines Problem. Die Anleitung möchte nämlich, dass ihr zweimal einen Baum baut und sagt, ihr sollt diesen Baum hier zweimal bauen, aber in Wirklichkeit solltet ihr den und den Baum bauen. Das checkt ihr aber nicht, weil eben dieser eine Round Brick 2x2 nur einmal drin ist. Also da ist die Anleitung ungenau. Das sieht man dann nur, wenn man auf die Bilder ordentlich guckt. Vorher sucht man dann eine Weile den Baum bzw. den zweiten Brick. Von daher, kleiner Tipp, schaut mal dann in die Teileliste rein. Dann seht ihr, dass da nur einer drin sein muss von diesen Round Bricks. Oder ihr wisst es jetzt. Dann gibt es interessante Teile. Es gibt diese Mario Plates hier, eine ganze Menge von diesen runden oder mit den abgerundeten Ecken. Diese Plates und mit diesen Füßchen, die sind ja bei Mario neu dazugekommen. Die gibt es jetzt hier in Reddish Brown zwei Stück. Und es gibt hier nochmal diese bekannten Dark Bluish Grey Bögen, vier Stück davon. Also es gibt hier ein paar Farben, die tatsächlich dann auch noch ein bisschen besser universell verwendbar sind. Ansonsten habt ihr bei Mario einfach das Problem, dass die Teile nicht so gut für Mox und Co. verwendbar sind. Es sei denn, ihr baut jetzt was ganz Buntes. Das weiß ich nicht, habe ich persönlich noch nie gebaut. So, genau, es gibt viele große Steine, die seht ihr hier bei diesen Pilzhäusern, die sehr schön ausgeführt sind. Diese Teile kennen wir auch noch aus der Barracuda Bay, da in Tan. Und die sind schön, die sind groß, die kosten natürlich in der Produktion entsprechend mehr. Ob das den Preis von 80 Euro rechtfertigt, würde ich sagen, nein. Ich habe 60 Euro bezahlt, was immer noch viel ist, wenn wir uns orientieren an den 10 Cent pro Teil. Denn es gibt hier auch kleine Teile, aber tatsächlich sehr viel mehr große als kleine Teile. Von daher können wir da vielleicht ein bisschen ein Auge zudrücken beim Preis. So. Wo kriegt ihr es her? Auf jeden Fall bei Amazon. Genau, es gibt noch ein interessantes Teil hier. Diese Tür fällt mir gerade ein und bei den bedruckten Teilen, bei den Figuren kommen wir gleich noch dazu. Die gucken wir uns, glaube ich, gleich mal an. Und zwar haben wir hier wieder zwei gebaute Figuren. Einmal den Toad. Der ist hier süß mit seinem Pilzkopf. Der ist quasi eine invertierte Version von dem Power-Up-Pilz. Wir haben wieder die zwei Ärmchen, die in den Round Brick Modified mit den Technik-Pins reingesteckt werden und ist vorne bedruckt. Finde ich sehr, sehr schick. Wäre für mich auch eher was ich irgendwie in der Sammelfigurenserie erwarten würde. Ja, gefällt mir sehr gut. Vielleicht gibt es ja auch mal da dann nochmal eine Serie mit Marios Freunden und nicht nur mit Marios Feinden. Und die Toadette, hier auch bedruckt und hinten mit den Frisurzöpfen, wie auch immer. Und da ist dann hier ein Brick Modified 1x2 mit zwei Studs hinten und vorne bedruckt. Das ist ein schönes, exklusives Teil. Seht es mir ein bisschen nach, wenn ich vielleicht Fehler mache hier beim Einordnen in die Super Mario Serie von diesem Set. Weil ich persönlich habe Mario auf der SNES, der NES und dem Game Boy gespielt, aber nie mehr auf dem N64. Und scheinbar ist dieses Setting hier vom N64. Von daher kann ich das nicht so gut einordnen, was es hier mit der Schatzsuche und der Toadette und dem Toadie auf sich hat. Weiß ich nicht. Ja, ich kann hier nur auf YouTube-Videos mich verlassen und auf das, was ich so gelesen habe. Von daher, ja,
Wie gesagt, N64 war zwar nicht nach meiner Zeit, hat mich aber nicht so interessiert. Wenn euch interessiert, was ich so über PC-Spiele und LAN-Partys zu erzählen habe, dann schaut doch das Unboxing von dem Set. Müsste auch schon online sein. Da erzähle ich ein bisschen was zu meiner Spielergeschichte. So, was kann dieses Set? Dieses Set kann optisch ganz viel. Das sieht von vorne ganz toll aus. Ich drehe es mal um. Schreckliches Geräusch, aber hinten seht ihr, passiert nicht viel. Das ist einfach nur hässlich. Das heißt, das ist ein Set, was dafür gedacht ist, dass man es sich von vorne anguckt. Ja, als Display-Set funktioniert es durchaus gut. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Wir haben hier dann diesen Baum, den seht ihr, mit so ganz großen reddish-brown Slopes unten gebaut. Das sind schöne Teile. Da ist nochmal ein Goomba drauf. Nochmal zwei Cheap Sheeps, die hier rotieren. Und dann seht ihr hier schon die eine Schatzkiste, die dritte. Und hier nochmal eine große Schatzkiste. Kommen wir dann gleich noch dazu, wie das funktioniert. Ansonsten haben wir hier bekannte Interaktionen. Also wir haben hier diese Hin- und Her-Schiebbrücke. Die gab es schon in anderen Sets. Glaube ich, in dem Wumms Lava-Ärger gab es die. Dann gibt es hier dieses rotierende Element. Das ist auch nichts Neues. Das hier ist tatsächlich mal was Neues. Da muss man quasi drauf hüpfen und man stößt die quasi in dem Moment weg, wo man drauf hüpft und muss gucken, dass man da die Münzen kriegt. Das ist tatsächlich mal was Neues. Die Schatztruhe. Der Mechanismus ist an und für sich nichts Neues. Ansonsten ist das hier, sind hier tatsächlich viele Interaktionen. Hier kann man zweimal Hallo sagen und kriegt dafür Münzen. Das ist ein bisschen schade, dass mit den Figuren hier nicht mehr Interaktion möglich ist. So ein bisschen wie beim Yoshi, wo auch nur Hallo gesagt wird, glaube ich, anstatt dieses coole Geräusch vom Draufhüpfen. Aber wie gesagt, Yoshi und Marios Haus finde ich jetzt nicht so den Knaller. Das ist so der Tiefpunkt der Serie für mich. Oder einer der Tiefpunkte. Aber das ist hier tatsächlich zeitfüllend. Also ihr kriegt ja immer eine Minute für das Mario-Level und da seid ihr beschäftigt. Da müsst ihr hier zügig durch, weil sonst ist die Zeit vorher abgelaufen. So, also, oder bei mir war die Zeit vorher abgelaufen das erste Mal. Wie gesagt, schaut ins Unboxing rein, dann seht ihr das. Genau, wir spielen das jetzt mal eine Runde und dann sage ich euch, was ich Positives und Negatives an diesem Set finde. Dafür brauchen wir unseren Mario aus seiner Röhre und wir brauchen unsere Zielflagge und dann geht's los. Lego Mario Time. Ja, also Lego Mario ist bereit und los geht's. So. Das typische Geräusch aus der, glaube ich, Festung war's. Ja, und unten liegt er, weil da eben keine Stats dran sind. Dann kann er hier einmal drauf hüpfen. Seht ihr das? Seht ihr ja. Dann kommt hier die erste Box raus. Zeigt er mir hier eins an. Ich krieg Münzen. Dann darf Mario rotieren und fällt runter. Klar. Das ist auch gar nicht so einfach. Muss man ganz vorsichtig sein. Sagt nur Hallo. Kriegt ein paar Münzen. Zur nächsten. Sagt auch nur Hallo. Kriegt ein paar Münzen. Dann können wir hier versuchen, Münzen einzusammeln. Die rotieren relativ schnell. So, dann nächste Kiste. Zeigt mir die Nummer 2 an. Goomba, Münzen, Blatt weghauen, dritte Schatzkiste. Jetzt kriege ich, glaube ich, viele Münzen. Und ich gehe ins Ziel. Ich habe es gerade so geschafft. Was haben wir gekriegt? Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, 37. Was haben wir jetzt? 36. Okay, also das ist scheinbar so der Durchschnittsbereich. Also ihr müsst hier quasi drei Schatzkisten einsammeln. Eins. Die zweite ist hier drin. Die kann man normalerweise auch rausschießen. Genau. Die sehen so aus. Die sind ganz süß bedruckte Bricks mit der Scan-Teil eben oben drauf. Und die dritte ist hier versteckt unter dem Blatt. Hier gibt es übrigens diese Wolkenteile. Von hier seht ihr das mehr. Hier gibt es diese Wolkenteile in grün als Blattwerk. Das ist eine gute Idee. Genau, Mario geht schlafen. Damit hier nicht der Eindruck entsteht, hier ist mehr drin, als es wirklich ist, packen wir die mal wieder weg. Das muss man hier wieder verstecken und dann ist das hier wieder auf Ausgangsposition. Also man ist hier tatsächlich die Minute lang gut beschäftigt, hier zu interagieren mit dem Set. Dennoch ist hier wenig Neues. Also wie gesagt, die beiden Elemente sind nicht neu. Eigentlich ist nur das neu. Hier ist die Schatztruhe, ist ganz interessant. Vom Bauen her ist aber nicht wirklich neu. Die beiden Figuren sind ganz nett. Es ist bisschen, es wiederholt sich ein bisschen zu den anderen Sets. Es ist wieder so ein ruhigeres Set. Ja, eher so kinderfreundlich vielleicht. Das zu bauen ist für die Kinder sicherlich auch witzig. Aber der Wiederspielwert ist hier, glaube ich, überschaubar, würde ich mal sagen. Es wäre irgendwie wünschenswert gewesen, hier mehr Gegner zu haben. Ja, es fehlt so ein bisschen das Besondere von diesem Set, was 80 Euro rechtfertigen. Das hatte ich schon bei den kleineren Sets. Beim Wüstenpoki war eine witzige Idee.
beim Lava-Ärger, Wumms Lava-Ärger, da war eine witzige Idee. Und hier fehlt mir irgendwie so dieses, ja, das muss ich haben. Das ist einfach hier so ein bisschen auf dem Level von Yoshis Haus. Nette Deko, man trifft ein paar Freunde, sagt Hallo, aber so richtig viel passiert nicht. Ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Set halten soll, aber ihr kriegt trotzdem hier interessante Bautechniken, schöne Teile. Von daher gucken wir mal, was das in der Wertung macht. Also, ich würde sagen, ihr habt hier mehr Bauspaß als bei anderen Sets. Ihr habt hier bessere Teile, aber weniger wirklich innovative Ideen. So, ist eine spaßige Erweiterung. Zum Transport müsst ihr das auseinanderbauen. Und es gibt eben diesen kleinen Fehler in einer Anleitung. Bis ihr es dann gecheckt habt, vergeht vielleicht eine Minute, je nachdem, oder ihr seid schneller in der Auffassungsgabe als ich. Naja, versuchen wir mal eine Wertung von diesem Set. Ich würde sagen, Spielspaß ist hier durchaus gegeben, vor allem, da die Minute hier wirklich ausgereizt wird. Wie gesagt, behaltet den Preis im Hinterkopf. Ja, der Preis ist, den muss man einfach mit einbeziehen in diese, ja, in den Spielspaß fast schon. Also Spielspaß 3 von 5 Bricks, denn es ist hier mehr, also ja, es ist ein durchschnittlicher Spielspaß. Bauspaß, ich habe hier tatsächlich Spaß gehabt beim Bauen, einfach wegen diesen coolen Teilen. Und jetzt gibt es tatsächlich in diesen Hütchen oder in diesem Pilzhütchen, finde ich die Bautechniken so ganz interessant. Von daher Bauspaß 3 von 5 Bricks. Stabilität, das ist nicht so wirklich stabil. Aber ich meine, bei der Fläche sieht man das. Ja, da fällt man normalerweise nicht drauf rein. Es sei denn, man schiebt es wie ich hier auf dem Tisch runter rum, ohne meine Extension hier, Extension-Platte. Und dann schmiert halt da durch das Gewicht das Haus einfach ab. Ja, okay. Also Stabilität gebe ich doch mal, weil man es eben ja sieht, gebe ich mal 3 von 5 Bricks. Es ist einigermaßen stabil, fliegt jetzt nichts weg. Und es muss ja für Mario auch stabil sein, damit man drauf rumhüpfen kann. Optik, es gefällt mir gut. Die Optik ist schön, von daher 4 von 5 Bricks. Beim Preis und bei der Verfügbarkeit, das Ding ist sauteuer. Es ist mit Rabatt immer noch sauteuer und 80 Euro für das ist schon echt schwierig. Aber Lego zieht gerade die Preise an. Wir sehen das in ganz verschiedenen Bereichen, auch bei Star Wars, was mich ja nicht interessiert, aber ich gucke mir da gelegentlich auch mal was an, dass die Preise einfach anziehen. Und also 60 Euro ist Schmerzgrenze für mich. Eigentlich wäre das Set, so wie es hier steht, hätte 50 Euro als Maximum. Das würde dann reichen. Also ich gebe mal einfach, weil große Teile dabei sind und es sind wirklich viele große Teile dabei, geben wir mal schweren Herzens 2 von 5 Bricks. Ja, aber das ist auch schon fast zu viel. So kommen wir zu einer Gesamtwertung von diesem Set von 3 von 5 Bricks. Es ist eine ordentliche Erweiterung, eine solide Erweiterung, die einfach viel zu teuer ist und die mir ein bisschen zu friedlich ist. Einfach nur Hallo sagen bei Mario und Schatzsuche. Es ist ein bisschen eine andere Idee. Okay, aber dafür hat es jetzt dann auch die 3 von 5 Bricks gekriegt. Schreibt mir eure Meinung. Was denkt ihr zu dem Set? Habt ihr andere Erfahrungen damit? Findet ihr es blöd? Findet ihr es gut? Interessiert mich. Ich beantworte normalerweise jeden Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, euch irgendwas gegeben hat, dann gebt die Daumen hoch. Mich würde auch ein Abo freuen, wenn ihr das da lasst, wenn ihr noch keins habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal sehen, wenn es das nächste Video gibt zu Super Mario. Diesmal keine Unboxings mehr, sondern nur noch Reviews. Es stehen noch 3 aus. Und dann sind wir fertig. Ich will nicht sagen endlich, denn es hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht beim nächsten Mock oder beim nächsten Alternative Build. Ich bin gespannt, was kommt. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt dran und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mock Scout.